Willkommen zurück zu Let's Play Risen 2 Dark Waters. Patty schwebt in der Luft und wir machen mal weiter mit unserer Questackerei. Die Kleidung eines Piraten, die Freiheit für Largo, ja. Kopfgeld, Piratenpost. Ich wäre dafür, wir würden uns mal der Kopfgeldsache widmen. Ne, speichern brauche ich ja doch, ich habe gerade nicht gespeichert zwischen den Folgen. Dann passt das. Ich frage mich nur, wo hier die Wilden sind. Wir können ja mal hier hochgehen, oder... Da geht's zu Largo. Wir können ja mal ein bisschen gucken. Wer weiß, wer weiß. Ha. Oh. Ein weiterer Wachturm. Questerfolg, Varkos Turm gefunden. Hä? Okay. Give me an apple. Ich will Proviant sammeln. Was machst du denn hier? Dich habe ich hier noch nie gesehen. Ich bin mit dem Schiff angekommen. Wenn du weiter nach Osten willst, gebe ich dir einen guten Rat. Geh nicht durch das Dschungeltal. Das ist viel zu gefährlich. Die Höhle hier oben führt dich zu einem Pass über die Berge. Das ist der sichere Weg. Was ist am Dschungel so gefährlich? Da gibt es Jaguare. Die Biester springen dich an und dann ist es ruckzuck aus mit dir. Aber wenn du richtiges Pech hast, begegnest du den entlaufenen Sklaven. Die freuen sich über jeden Weißen, den sie aufspießen können. Ich habe mal einen von ihnen am Rand des Dschungels gesehen. Er war angemalt und bewaffnet, sah zum Fürchten aus. Als ich gerade auf ihn anlegen wollte, war er verschwunden. Schätze, er wollte, dass ich ihn verfolge. Wahrscheinlich haben die Wilden mittlerweile überall Fallen errichtet. Erzähl mir mehr über den Pass. Du gehst einfach durch den Höhleneingang hier oben und folgst dem Weg. Du darfst nur nicht den Fehler machen, zu weit nach Norden in die Berge zu gehen. Wenn du zu einer Brücke kommst, musst du auf die andere Seite. Auf der anderen Seite der Insel befindet sich irgendwo das Piratennest. Geh auf keinen Fall nach Norden. Was ist im Norden? Die Höhlen dort sind mordsgefährlich. Dagegen ist der Dschungel als Spaziergang im Park. Wir haben einen Kundschafter hineingeschickt und draußen am Eingang gewartet. Plötzlich kam irgendwas Großes aus dem Nichts und hat ihn sich geschnappt. Wir sind nur noch gerannt, bis wir wieder auf den Feldern waren. Ich sage dir, das Ding war riesig. Geh da bloß nicht hin. Na, sauber. Wir speichern an der Stelle mal. Es ist ja... Er sagte, das war der sichere Weg, aber wir müssen ja die entlaufenen Kaputten da fangen. Schwarze Magie will ich gar nicht haben. Kugel sicher auch nicht. Pistole habe ich nicht mal. Wurfwaffen, Stichwaffen sind wir aber auf 15 immerhin schon. Werfen. Ja, das gibt Ruhm. Und viel Schaden scheinen die Biester ja nicht zu machen. Geben die irgendwas? Na, natürlich nicht. Außer ein bisschen Ruhm, ne? Ja, war klar. Gut. Proviant hatte ich auf 3. Futtern wir mal ein bisschen was und speichern. Ich helfe dir. Okay. Das Vieh, das sollte gar nicht... Ich glaube, dagegen sollten wir jetzt noch gar nicht kämpfen. Das ist mir gerade egal.
Lass meine Gefährtin in Ruhe, du elende Bestie. Ah, du sollst aber auch nicht töten. Toll. Du elende... Oh, diese ekelhafte. Sieh so, ich gehe einfach weg. Schade. Wir hatten das Vieh fast tot, aber auch nur fast. Dass die aber so stark sind, die Biester. Ekelhaft sowas. Gut, das waren die, das war hier bei den Affen. Dann gehen wir mal in die andere Richtung. Oder von da aus kommen wir ja. Das war ein Skelett oder was weiß ich. Es ruckelt ein bisschen, fällt mir mal so auf, aber ich habe die FPS schon nur auf 30 stehen. Das liegt an dieser ganzen... Wartet mal, ich kann ja mal eben ein bisschen die Details runterstellen. Grafik, ein bisschen auf Mittel. Auf Mittel. Auf 8. Ich mache mal alles ein bisschen auf Mittel. Es muss ja nicht alles so übertrieben sein. Wow. Ja, aber läuft schon bedeutend besser. Und ganz so schlecht sieht es ja jetzt auch wieder nicht aus. Läuft auf jeden Fall bedeutend flüssiger. Ich bin bei dir. Schaffe ich nicht. Ich bin tot. Patty, mach doch mal was. Sauber. Töt das Vieh. Super. F9. Ja, häufiges Speichern ist sinnvoll, du witzige Hilfeleiste. Ach komm, kack was auf den... auf den Jaguar. Wir müssen ja jetzt auch nicht unbedingt hier lang. Auch wenn mich trotzdem interessiert, wo die Wilden sind. Toll. Das hat es ja gebracht. Bin ja nur fast tot. Das bringt ja auch nichts. Oh, oh, oh. Ich merke schon, das Let's Play wird lange gehen. Aber es war mir vorher schon klar. Ich schätze mal an, die 110 Folgen werden es mit Sicherheit wieder werden. Risen 1 haben wir ja insgesamt 129, glaube ich, gebraucht. Knapp 130 also. Aber okay. Es hat ja keiner gesagt, dass es leicht wird. Nur wo zur Hölle finde ich diese ganzen Wilden? Da würde ich eher sagen, wir kümmern uns als erstes um das Kopfgeld. Um das... Wie heißt es? Um das Kopftuch. Bevor wir hier weitergehen. Ich möchte jetzt nicht zu weit vorher schon gehen. Ich weiß jetzt ungefähr, wie ich zum Piratennest komme. Also ich weiß nur den groben Weg. Durch den Werten Varkos oder wie der jetzt hieß. Vor allem, ich habe den Questerfolg Varkos Turm gefunden, obwohl ich die Quest noch gar nicht hatte. Aber naja, es gibt ja auch bedeutend Schlimmeres. Mal kurz gucken, nicht, dass zu viel gespeichert wird. Mal, es geht. Ich glaube, es bleibt bei 3 Schnellspeicherungen und 3 Autospeicherungen oder so. Das reicht dann ja auch. Hallo Lago, na? Wie komme ich an die Perle? Verstehst du was vom Taschendiebstahl? Tja... Kein Problem.
Ich kann dir einiges über das Diebeshandwerk beibringen. Ja, ja. Dafür muss ich ihm wie viel zahlen? Warte mal, wie viel habe ich denn? 460. Ne, dann brauche ich ihm das noch gar nicht sagen. Was haben wir nochmal alles für Quests? Takarigua, Freiheit für Lago, Kleider. Das hängt ja alles miteinander zusammen. Kopfgeld ist eigentlich das nächste. Ah, das ist aber auch alles wieder ekelhaft. Was gibt's hier denn Schönes? Sauber, wieder Proviant. Kann man gut gebrauchen. Es tut mir jetzt leid, wenn die Qualität ein bisschen schlechter geworden ist, dadurch, dass ich das alles runtergestellt habe, aber ich möchte ja schon einigermaßen flüssig spielen. Aber ich habe generell das Gefühl, dass das Spiel noch so ein bisschen... Ne, buggy will ich gar nicht mal sagen, aber ihr wisst, was ich meine. Dieses Flackern zwischendurch, einige Clipping-Fehler, aber ich finde es so eigentlich ganz okay. Jetzt nach den ersten paar Folgen kann man da schon... Ich dachte schon, er wird jetzt anfangen, hier mich irgendwie anzukreiden. Nettes Kopftuch. Ja, wenn einem den ganzen Tag die Sonne auf die Rübe knallt, braucht man sowas. Außerdem erkennt man an dem roten Kopftuch direkt, wer hier auf den Feldern das Sagen hat. Wer denn? Du dämlicher Mistkerl! Ka, schlag zu! Da! Alter! Schlag zu! Schlag zu! Verloren. Das war kein Kinderspiel. Jo, verloren. Nee, da lade ich nochmal neu. Mal gucken. Ob man hier irgendwo kämpfen lernen kann. Also, so ist das ja noch nicht wirklich viel. Eigentlich bräuchte man mal eine Pistole. Lecker? Willst du kämpfen? Nee, so will ich erstmal noch nicht. Wir gucken nochmal. Man müsste ja eigentlich, das ist die erste Stelle, müsste man eigentlich auch irgendwo kämpfen können. Also kämpfen lernen. Nee, aber so gefällt mir jetzt die Performance tausendmal besser mit ein bisschen auf Mittel, weil auf Hoch, da ist das ja am... Also, wenn ich nicht aufnehme, kann ich das Spiel flüssig alles so spielen, aber mit Fraps backt es ein bisschen rum. Aber daran sieht man wieder, wie unterschiedlich die Spiele sind. Die FIFA 13 Demo konnte ich bis außer am Schluss so gut wie ruckelfrei auf 60 FPS aufnehmen und hier... Aber das Spiel ist ja auch größer. Also, das Spiel ist ja auch ganz anders, ich sag mal... FIFA kann man ja jetzt nicht mit einem 3D-Rollenspiel hier vergleichen. So, nein, hallo, Pedro. Pedro. Nee, okay, der hat auch nix. Trainierst du auch Schwertkampf? Ich kann dir ein paar nützliche Dinge über den Umgang mit dem Degen beibringen. Oder willst du einen Trainingskampf? Ich will mehr über den Umgang mit der Klinge lernen. Ich werde dir zeigen, was ich weiß. Ach, du Heiligblechle. Ich hab doch nicht mal alle Latten am Zaun. Ach du Scheiße. Ich will den Degen richtig beherrschen, ja, ja. Ist ja mal so gar nicht teuer. Ich bin noch nicht gut genug. Ich bin noch nicht gut genug. Ich hab nicht genug Gold. 1000 Gold. Die wollen mich doch jetzt wohl irgendwie verarschen. Ich muss weiter. Wie soll ich mir das denn leisten können? Oh Mann. Kann man hier auch was verkaufen? Wartet mal, wo ist ein Händler? Hier, der da oben, der verkauft doch diese Klamotten. Mal gucken, ob man da was verkaufen kann. Weil wir haben doch mit Sicherheit einiges an Gerümpel da. Alles so da. Was brauchen wir denn davon nicht? Permanente Wirkung einschüchtern. Klingfest. Das alte Hemd können wir... Ne, dann nehme ich lieber das Hemd. Sauber. Das passt doch schon viel besser. Haben wir durch die Stiefel was bekommen? Kugelsicher klingenfest. Okay. Ey, wir hätten auch das dreckige Hemd einfach nur klauen können, anstatt das Gold für das neue auszugeben. Ist doch alles Verarsche. Naja, alles noch ein bisschen holprig, aber ich sag erstmal an der Stelle, danke fürs Zugucken.
Und bis zur nächsten Folge bei Risen 2, wenn wir dann endlich versuchen, erstmal das Kopftuch zu ergattern. Bah, ich habe noch fast gar nichts geschafft. Aber egal. So dauert es auf jeden Fall nicht zu lange. Kopfgeld, die Kleidung des Piraten. Bah, das ist noch so viel. Aber egal, wie gesagt, danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Oh, pff, und bis zum nächsten Mal. Tschüss.